Pastellbilder fixieren oder nicht fixieren? Ein umstrittenes Thema. Mein Name ist Anneliese Klotz und ich möchte in diesem Video zeigen, wie man Pastelle auf der Agardruckplatte fixieren kann. Bei dieser Demonstration wurde kein Pastellpapier verwendet, nur ein einfaches glattes Papier. Zwei Papierstreifen, zwei Ansätze. Beim oberen Pastellbild werden direkt auf den farbigen Hintergrund mit Schminke Softpastellkreide weiße Linien und mit dem Derwent-Pastellstift weiße Sternchen aufgemalt. Beim unteren Pastellbild werden Linien und Sternchen herausradiert. Erfahrungsgemäß ist das härteste und sauberste Weiß das des Papiers. Um auch den letzten Hauch von Farbe abzudecken, habe ich hier ebenfalls mit dem Pastellstift von Derwent die ausradierten Linien und Sternchen nachgezeichnet. Mit dem Maler- oder Lackierröllchen wird verdünnter Transparentlack glänzend aufgetragen. Verdünnt wurde im Verhältnis zwei Teile Transparentlack, ein Teil destilliertes Wasser. Transparentlack ist ein Firnis für Acrylbilder. Hier sieht man sehr schön, warum viele Pastellmaler nicht bzw. nur ungern fixieren. Die direkt auf dem Hintergrund aufgetragene weiße Pastellkreide ist beim Fixieren im Hintergrund versackt und versumpft. Im fixierten Streifen ist die weiße Linie deutlich blasser. Das bedeutet, dass beim Fixieren Helligkeiten und damit Kontraste verloren gegangen sind. Beim radierten Streifen konnte nichts versacken. Im fixierten wie auch im nicht fixierten Teil sind die Linien weiß. Verwischen ist im fixierten Teil nicht mehr möglich. Im nicht fixierten Teil lässt sich das Pigment natürlich verwischen. Auf der Fixierung kann mit Pastellstift oder Kreide weiter gemalt werden. Helles Pigment kann nicht in darunterliegenden dunklen Farbschichten versacken, da die Fixierung eine Barriere bildet, die das verhindert. Also bleibt das Weiß stehen. Bei diesem letzten Fixierbeispiel wird zuerst der Hintergrund versiegelt und dann mit weißem Pastellstift auf Fixierung geschrieben. Nochmal fixiert. Auch Lasuren sind möglich. Mit Panpastell über den weißen Schriftzug Pigment aufgetragen, einmal deckend und einmal so, dass nach dem Fixieren die darunterliegende helle Schrift durchscheint. Kurz zusammengefasst die Nachteile und Vorteile. Nachteil: Nach der Fixierung ist nur noch einmal das Weitermalen mit Pastell möglich, da durch den Lack die Oberfläche sehr glatt bzw. versiegelt wird. Es ist ein Schlussfirnis. Vorteil: Das Pastellbild ist geschützt. Weiß bleibt weiß und verschwindet durch das Fixieren nicht im Hintergrund. Das Fixieren mit Transparentlack glänzend gibt der Farbe mehr Tiefe. Zudem gefällt mir die Mixed-Media-Option. Es kann zum Beispiel mit Acryl darauf weitergemalt werden. Auf dem Markt gibt es einige Pastellfixative zum Aufsprühen bzw. in Sprayflaschen. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Haarspray oder Haarlack ein teures Pastellfixativ aus dem Fachhandel ersetzen könne. Haarspray ist aber nicht lichtecht und gilt mit der Zeit. Wem egal ist, ob weiße Stellen im Bild auch nach einiger Zeit noch weiß sind. Wer gerne Gelbstich in seinen Bildern hat, kann selbstverständlich Haarspray verwenden. Für mich sind Haarspray oder Haarlack ein absolutes No-Go. Und zu guter Letzt, über ein Däumchen hoch würde ich mich sehr freuen, weil es mir zeigt, dass dieses Video hilfreich ist. Fragen beantworte ich gerne, einfach in die Kommentare schreiben. Und natürlich freue ich mich auch über neue Abonnenten.